schön, sind wieder mal bei einem neuen Video von mir dabei. Ihr seht, wir sind noch bei mir daheim. Make-up sitzt noch nicht, Haare auch nicht wirklich. Ich hatte nämlich den ganzen Tag Homeoffice gehabt, habe aber jetzt eine Podiumsdiskussion in der Mall of Switzerland, wo ich gefunden habe, nehme ich euch dazu mit und zeige euch, wie das so abläuft. Und ich würde sagen, zuerst müssen wir mich mal parat machen. Let's go! Ja. Eigentlich am liebsten würde ich einfach so gehen, nicht geschminkt und irgendwie im lausigen T-Shirt, den ich den ganzen Tag anhabe. Aber für eine Podiumsdiskussion würde ich doch wieder mal etwas ein bisschen Schickeres anlegen. Aber I don't know. I don't know. Vielleicht ein Blazer, den ich noch nie angehabt habe. Das lege ich auch heute nicht an. Kennt ihr das mit einem vollen Kleiderschrank und irgendwie hast du deine zwei, drei Lieblingssachen und tust immer wieder die gleichen an, schlussendlich. So ein Mensch bin ich. Zum Beispiel das T-Shirt von Zara, so simpel, es hat wahrscheinlich jeder zweit, aber ich liebe es. Und Schuhe habe ich eigentlich auch nicht wenig, aber ich weiss schon, welche ich anlege, nämlich die, die jetzt nicht hier instehen, weil ich sie heute schon den ganzen Tag angehabt habe. Ja, also ich suche mein Outfit nach den Schuhen, die ich immer anhabe, aus. Nach denen, meine neuen Lieblingsschuhe. Vielleicht... Hey, nein, ich habe alles in der Wäsche. Alles, was ich gerne anhabe, ist in der Wäsche. Nives! You! Emergency call! Schön, bist du gerade da. Hey, meine Damen und Herren, wie immer bei mir im Kleiderschrank. Nives, ja, da könnte ich auch Rot brauchen. Ich habe schon gehört, Schuhe wäschen, ja. Ja, dass die Zuschauer vielleicht noch rauskommen, Nives ist natürlich auch Teil der Podiumsdiskussion heute Abend. Ich freue mich! Bleibt auch! Ich mache das im Fall auch viel, dass ich eigentlich die Outfits nach den Schuhen aussuche und eigentlich immer ein Piece nehme und nachher einen Daumen baue. Aber das sind eigentlich sehr neutral, das heisst, es passt eigentlich komplett alles. Crazy gehen. Es passt eigentlich alles. Ich glaube, das ist es für heute. Was meint ihr? Jetzt aber... für heute mal ein bisschen Make-up. That's it. Ein bisschen Puder, ein bisschen Wimperntusche, Rouge und fertig. So, und los geht's. Natürlich wieder ein bisschen lang verweilt. Jetzt müssen wir ein bisschen pressieren. Ankommen in der Mall of Switzerland. Genau, also, wer sagt es? Sagst du, sag ich es. Bevor es jetzt losgeht, gibt es zuerst schon ein Gruppenfoto. Der letzte Beste. So, wir gehen jetzt gerade ab am Stage. Ich bin ready, let's go. Und darum begrüße ich jetzt bei mir mit einem ganz grossen Applaus die Anja Zeidler, die Nives Arrigoni und die Lynn Grütter. Hallo. Es ist ein bisschen eng, aber das bringen wir her. Ja. Was heisst für dich perfekt sein? Für was? Also du hast jetzt immer gesagt, man muss nicht mehr irgendwie ein Brustimplantat haben oder irgendetwas. Was ist für dich perfekt sein? Ich finde, perfekt sein, du hast eigentlich direkt so die Gegenfrage, muss es perfekt sein? Ich finde, es klingt kitschig, aber es ist jeder doch einfach genau gut, so wie er ist. Jeder ist individuell und das soll auch so sein und das ist auch das Schöne, oder? Wenn nicht jeder gleich ist wie der andere. Und ich finde, es muss nicht perfekt sein. Das Wichtigste ist, dass man glücklich ist. Und ob es das ja, Aussehen oder weiss auch nicht was, Job oder irgendetwas. Ich finde, das Leben ist eben gerade spannend, weil es nicht immer perfekt ist. Darum finde ich, wenn ist es perfekt? Perfekt ist es dann, wenn es unperfekt ist. Es ist immer einfach mega schön, meine Community zu treffen. Es ist so schön zu sehen, wer online dabei ist und genauso offline vorbeikommt. Und es war einfach ein toller Abend. Spannendes Gespräch, tolle Fragen und einfach positive Vibes in der Mall of Switzerland. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid und wünsche euch noch guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, was auch immer ihr gerade habt. Tschüss!